So, ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Skynet Truck Driving Simulator. Gefährliche Strecke. Wie lange eigentlich noch? Oh, noch eine ganze Menge. Ah, wir haben gerade bei die Hälfte. Lol. Vielleicht sollte ich die Folge doch etwas länger machen. Oder ich werde sie wahrscheinlich immer zwei pro Tag hochladen. I don't know. Gefährliche Schönheit. Gut. Was darin jetzt schön sein soll, ich habe keine Ahnung. Aber hey. Und ist es hier. Oh, haben wir ein bisschen Strecke vor uns. Wir werden wieder köstlichst mit der Motorbremse arbeiten. Am besten während wir antreiben. Also auf dem Gaspedal stehen. Okay. Funktioniert leider gar nicht. Ich nutze lieber doch die normale Bremse. Ja, die Strecke ist wieder relativ leicht, weil realistisch. Aber es ist halt einfach nur etwas länger. Daran merkt man immer so, ne? Die Szenarien, die so an realistischen Strecken angelehnt sind, sind halt relativ leicht machbar. Und sowas wie der Containerhafen ist zwar super schwer, aber ich meine, so würde Container auch nicht stehen. So, das heißt, es ist nur deswegen schwer, weil es halt unrealistisch designt ist. Und da zieht sich so durch alle Maps, die ich bisher hatte. Gut, ich meine, das, wo wir da durch diesen Sumpf gefahren sind, war auch unrealistisch. Trotzdem haben wir es geschafft. Aber, ja, ich meine, wir sind halt einfach Jesus. Na, kommt der rum? Ja, doch, sieht gut aus. Ich weiß halt nicht, ob diese Kleinsteine, die auf der Straße rumliegen, wo man ja locker drüber fahren kann, trotzdem schon als Gegenstand zählen und dementsprechend mal Punkte Abzug bekommen, wenn man da drüber fährt. Das habe ich halt nie probiert. Alter, bremse mal. Vor allem, wie hell die Scheinwerfer sind, Alter. Ich meine, es ist hier tags, ist hell, die Sonne scheint und trotzdem machen unsere Scheinwerfer so einen Lichtkegel. Das ist... Da sollte sich die Sonne mal ein Beispiel dran nehmen. Guck mal, was für ein Lichtkegel wir haben. Digga, da ist die Sonne Witz dagegen. So, wie sind denn die Sonne 3000, Alter? In Wirklichkeit ist dieses Spiel ein Werbespiel für Aufrahmlampen. I don't know, oder Philips. Viel mehr Filme gibt's da ja nicht. Wobei das Spiel ja eigentlich wirklich ein Werbespiel ist, und zwar für Scania. So. Kann man fast nicht anders sagen, so. Dass man das Spiel überhaupt kaufen muss, Eigentlich müsste man das Spiel als Werbegeschenk von Scania direkt bekommen. Ja. Ey, war gerade mal 3 Minuten. Ah, die Map. Oh Gott. Wie habe ich das gemacht? Wie habe ich denn das nochmal Ich glaube, wir müssen ein bisschen... genau, hier erstmal ein Stück rückwärts raus, damit wir hier auf dieser großen Fläche wenden können. Wieder einfach nachschlittert, Alter. Ich lenke schon längst nach links und der ist immer noch im Rechtsmodus. Oh, danke dafür. Eigentlich könnte ich jetzt auch so fahren. Ich habe normalerweise immer anders gewendet. Aber ich dachte mir, fürs Let's Play probiere ich mal was anderes aus. Das geht so tatsächlich auch. Cool. Ist so sogar einfacher. Vielleicht ein bisschen Zeit noch weniger, keine Ahnung. Aber es funktioniert. Tada, gewendet. Bitte wenden. Ja, hier die Autos wieder auch super eng. Was aber leider durchaus realistisch ist. Wo denn? Achso, rechts am Betonding. Scheiße.
Ich hab doch gebremst. Hm. Was? Verdammt. Oh ja, das ist auch eine Map, die ich übersprungen hatte. Und ich sehe auch keine Möglichkeit, wo man hier wenden sollte. Okay, ich habe gerade eine Stelle gefunden. Da direkt am Wasser dran war eine Stelle, wo man winden könnte. Aber das heißt, wir müssen bis dahin die Gesamtstrecke rückwärts fahren. Ich meine, ich versuch's einfach mal. Aber ich sag mal so, wollt ihr mich eigentlich ficken? Weißt du, in echt, guck mal, da vorne steht ja dieser Kackgabelstapler, ja? Im echten würde man einfach diesen Gabelstapler einfach wegschieben. So, dafür hat ein LKW eine Stoßstange. So, das ist literally the Zweck für die Stoßstange, ja? Falsch umgelenkt, verdammt. Ich könnte mal gucken, ob ich hier vielleicht doch wenden kann. Was mache ich hier gerade? Warum versuche ich das überhaupt? Wobei hier auf der Fläche könnte man wenden. Das sieht machbar aus. Verdammt! Hey, wenigstens sind wir nur einmal angestoßen. Aha! Also 100 Punkte Abzug bekommen. Cool. Gut, wie gesagt, auf der Fläche jetzt gerade hätte man noch besser wenden können. Aber die habe ich von da vorne aus nicht gesehen. Und da dachte ich, einmalige Gelegenheit. Die kannst du nicht verstreichen lassen. Und hey, ich meine, wir hätten es fast geschafft. Ne, hier soll man wahrscheinlich normalerweise wenden. Dazu muss ich erstmal bis hier kommen. Und also rückwärts, viel Spaß. Ich meine, ist möglich, aber nicht für mich. Vielleicht doch, aber dann eher durch Glück als durch Können. Nein! Ja. Das ist so deprimierend. Weg da, hier kommt der Mazda. 400 Punkte. Wobei die letzten 300 Punkte, die waren echt unnötig. Also, hätte man sie auch sparen können. Hätte man. Oh, ja, die Strecke ist unmöglich. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. How? Wow. Vor allem schadensfrei. Wie? Ich meine. Ah, siehst du schon auf, ich weiß nicht mal wo. Achso, der Auflieger. Aber keine Ahnung, wie man das. Ich meine, der. Man hat ja quasi. Aber nur diese eine Schiene. Komm, egal, Augen zu und durch. Also die Map hier, die ist mir definitiv zu. Wow, Alter. Wohohoho. Bitches. Oh, krass, 200 Punkte Abzug. Neuer Rekord für mich. Ich hatte noch nie so viele Punkte erreicht bei der Map.
Ich glaube, die letzten Maps, also ab hier hatte ich gar nicht mehr gespielt gehabt. Da wurde sich die Frage gestellt, was müssen wir jetzt hier machen? Ich schätze mal rückwärts. Ey, in der Ansicht ist es sogar noch einfacher. Oh. Hätte ich nicht sagen sollen. Hätte ich einfach mal nicht sagen sollen. Zusammenstoß, das Wort kennst du da gar nicht. Ich halte gleich mal Zusammenstoß hier. Du musst nur mal kurz die Seife fallen lassen. Oh. Ich dachte, unser linkes Vorderrad landet jetzt gleich im Wasser. Klappe. War doch gar nicht mal so schwer. Hä? Haben wir nicht dreimal so Ding gehört? Naja. Scheinbar hat das Spiel selber das Zielen verlernt. I don't know. Das ist mir mal gespannt. Ist aber auch für die Folge wahrscheinlich die letzte Mission. Okay, wir müssen da raus. Nicht einfacher als das. Ich schätze mal, diese Aussage wird mir wieder das Genick brechen. Deswegen haben sie auch getätigt. Ich möchte es ja interessant machen. Freie Bar mit Marzipan. Hup, hup. Links, rechts, oben, unten. Okay, da ist zu, also nach rechts. Hat denn zu lenken? Kann er selbst seine Mutter besser lenken? Muss ich da wirklich lang? Ah doch, sieht aus, wie als wenn ich da links vorbei kann. Oh, nee, da kann ich nicht vorbei. Scheiße! Hätte ich doch nach links gemusst. Aber da war doch auch zu. Ah, super. Das sieht ja. Links war doch zu, da war doch eine Straße. Also eine Autobahn, da war doch eine Wand. So, da. Okay, komm, machen wir nächste Folge. Ja, bis dann. Kann jetzt länger dauern.